Und willkommen zurück hier bei Resident Evil 7 Biohazard. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gleich so eine Hand durchgeschossen kommt. Nee, es kommt keine Hand durchgeschossen. Okay. Da ist Water. Hier könnte man sich gleich verstecken. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Kommt sie da? Da ist er. Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Ich will deine Gabe nicht. Wo geht sie lang? Links oder rechts? Das ist jetzt hier ein bisschen tricky. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Scheiße, das war laut. Wir wissen, dass wir einige sind. Komm rein da, rein da, rein da. Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen. Dafür kein Weg. Was sind das für kranke Menschen hier? Oh nein. Hier haben wir ein Bild. Schickes Mädchen, die Linke. Denkst du, dass du hingehst? Komm schon. Genau. Tritt dir fett ins Gesicht. Ich komme. Nein, nein, nein. Lass dich nicht ziehen. Dreh dich um. Hättest du mal Judo gemacht, Junge. Mädchen. Scheiße. Ah. Was haben sie dir angetan, Mia? Okay. Kinderzimmer, wir sind jetzt hier. Badezimmer waren wir. Da wollte ich nochmal kurz reinschauen. Oh, halt. Yeah, Kräuter, nice. Komm ich hier runter? Ja. Abkürzung, nice. Kann man natürlich auch machen. Auch wenn ich jetzt hier nicht unbedingt hin wollte. Aber gut, wir können natürlich nochmal sichern. Wenn wir einmal hier sind, dann speichern wir nochmal direkt durch. Ja. Und wir können mal gucken, nee, lassen wir alles hier. Aber die Münzen können wir wegpacken, weil die müssen wir sammeln, von daher ist das nicht schlimm, wenn wir die jetzt wegpacken. Dann haben wir den Slot schon mal frei. So. Alle, bitte. So. Was, warte mal. Verteidigungsmünze, was macht die? Diese Münze soll besondere Auswirkungen haben. Diese hier macht den Körper strapazierfähiger. Alter, geil. Nehmen wir natürlich mit, ganz klar. Das heißt, wir kriegen nicht ganz so extrem auf den Sack, wenn er meint, wieder seinen Spaten rausholen zu müssen. Ist das denn schon wieder dein Ernst? Du verschwendest deine Zeit. Also eigentlich finde ich nicht, dass ich meine Zeit verschwende. Du verschwendest eher deine Zeit. Kuckuck! Ja, das war eh scheiße, das Essen, muss man sagen, ne? Also deine Frau kann nicht gut kochen. Wie soll ich das ersetzen? Jetzt lass, nimm deine dreckigen Hände da weg. Du Sohn einer Mutter. Ich mach weiter. Was ist das für ein Raum? War ich hier schon? Ach, hier war die Luke, okay. Okay, er hat wieder seinen Zuckungen bekommen. Wir könnten hier tatsächlich wieder runter, aber will ich nicht, ne? Wollen wir das? Wollen wir nicht. Wir gehen weiter. Okay, noch heilen wir uns nicht. Kann ich hier noch irgendwas aufmachen? Nee, ne? Oh, okay. Kein Familienmitglied mehr. Einfach mal so gecancelt worden. Okay. Ich überlege gerade. Das war. Oh Alter, ich denke immer, da ist jemand durch den Schatten, weißt du? So, Großmütterchen ist weg. Jo, Großmutter! Hä?
Die stand doch hier, ne? Warte mal, wo war denn das Schlafzimmer von der? Lass uns mal Großmütterchen besuchen. Zimmer im Freizeitraum, alles klar. Großmutter, ich komme. Schmier dich schon mal ein. Sorry. Wo ist der? Ist das hier Großmütterchens Raum? Nee. Zimmer der Großmutter. Ach. Hä? Da draußen, guck sie an. Die ist draußen. Da ist eine Flinte in dem Raum. Die hätte ich gern. Wird hier nicht klappen, ne? Hier brauche ich irgendwas. Wo kriege ich die Sachen her? Kann ich die zerstören? Tatsache, scheiße, ey. Und ich habe die ganzen anderen liegen lassen bisher. Kacke, das ärgert mich. Na egal. Na egal. So, Großmütterchens Raum kommen wir noch nicht rein. Es sieht schlecht aus. Können wir das vielleicht aufschlagen? Keine Chance. Mit einer Waffe will ich es nicht probieren, weil das ist mir die Munition zu schade. Wenn wir da nachher was versauen. Er ist wieder da. Er ist wieder da, Leute. Großmutter. Scheiße. Ging sie nochmal raus? Okay, hier. Ihn will er immer noch nicht mitnehmen? Schade. Ich hätte ihn gern genommen. Okay, nützt hier alles nichts. Regenschirm, kann ich den nehmen? Falls es regnet, falls es nass wird? Leider nein. Okay, dann müssen wir hier erstmal durch. Hallo? Wie ist es dir ergangen? Gut, gut, danke der Nachfrage. Ich bin nochmal weiter, ne? War schön mit dir. Immer wieder eine Ehre. Okay. Wir haben noch keine Türen aufbekommen, das ärgert mich. Also ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas finden oder ob ich echt so viel übersehen habe. Munition geht uns auch langsam aus. Scheiße. Okay, der ist tot. Noch ein Kräuterchen. Hier ist nichts zum Drücken, schade. Munition, nice. Flüssige Chemikalie gefunden. Jo, das ist nicht doch mal eine Toilette hier. Alles klar. Hier ist nichts weiter. So, warte mal. Kommen wir hier rein? Nee, ne? Oder? Alter, ist das ekelhaft. Bauen den Hundekopf. Da hinten, warte mal, da. Guck dir das an. Ist das eine Waffe? Die will ich haben. Sieht aus wie eine Minigun. Was zur Hölle ist das hier? Können wir auch nicht verwenden. Hier ist ein Zettel an der Wand. 14. Juni, Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg, er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli, 3 College-Studentinnen. Sie sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August, obdachloser Mann, in 3 Tagen verwandelt. Er ist der 13. Halt, da geht's noch weiter, ne? Ne, doch nicht, okay. So, hier haben wir ein bisschen was gemalt. Wohnen hier Kinder? Ich hoffe doch nicht. Außer der Sohn, ne? Der spast. Der kleine Satansbraten. Mach mal auf. Bah! Alter! Sehr, wieder sehr lecker. Antike Münze. Können wir unter den Tisch krabbeln? Leider nicht. So, wo sind wir überhaupt? Lass mal gucken. Da geht's nicht rein. Da brauchen wir noch was für. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Es hört sich an, als würde es leben. Was zum? Dein Ernst?
tot? Ich hoffe's. Scheiße. Ich hoffe, dass sie nicht unendlich spawnen hier. Dann hätten wir ein Problem. Wir immer schön auf den Kopf zielen. Okay, können wir nicht aufmachen. Schade. Schöne Gemälde an der Wand. Wenigstens einen Sinn für Kunst haben sie. So, wo sind wir jetzt? Ach, da! Okay, okay. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hier brauchen wir Skorpion oder sowas. Haben wir nicht, haben wir nicht. Ah, das heißt, wir müssen hier weiter. Wo geht's denn da hin? Runter in den Keller. Und dafür haben wir keine Karte. Dafür haben wir keine Karte, liebe Leute. Das heißt, wir gucken hier erstmal rein. Schöne Musik und ein bisschen Pistolenmunition. Sehr gut. Hier haben wir noch ein Lager. Können wir nochmal schnell die Münzen loswerden. Zack, rüber mit dir. Jetzt Frage, was kann noch weg? Psycho-Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft, wodurch sie Objekte einfach aufspüren kann. Oh, nice. Okay. Die Mia-Kassette kann erstmal weg. Die brauchen wir gerade nicht. Dann haben wir den Platz schon mal frei. Ja, Kräuter. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht damit was machen kann mittlerweile. Können. Vielleicht irgendwas kombinieren? Nee. Wir haben auch dreimal Arznei hier. Na, können wir das erstmal einlagern. Können es später nochmal rausholen, wenn wir was brauchen. Dass wir erstmal wieder Platz kriegen. Hier ist ein alter Zettel. Liebe Courtney, diese Arschlöcher... Nee, die Arschlöcher suchen nach mir. Aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Refils finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel hier raus. Okay. Einen haben wir ja schon. Hier können wir jetzt auch speichern gleich. Brauchen wir einen Dietrich oder einen Schlüssel? Ich habe beides nicht. Da ist nichts weiter, da ist nichts. Okay, dann speichern wir erstmal ab. Alter, alter Falter, Falter, Falter. Das ist... krass, einfach nur krass. Und weiter geht's. Wir müssen jetzt runter in den Keller. Ich hasse Keller, ohne Witz. Ne? Keller in Spielen ist immer ein böses Oben, ganz böses Oben. Da kommst du meist nicht so einfach raus. Haben wir hier im Spiel auch schon gesehen. Dementsprechend, Keller ist scheiße. Ist aber so. Oh mein Gott, genau deswegen. Genau deswegen. Wetten, jetzt formiert sich hier noch irgend so ein ekelhaftes Vieh. Komm, bring was hinter uns. Formiere dich. Die ist verschlossen, okay. Wenigstens ist Beleuchtung hier. Das ist schon mal viel wert. Aber wo soll der das versteckt haben? Das ist hier die Frage. Ah! Kannst du doch nicht bringen, sowas! Hör auf! Okay, die gehen wenigstens tot, weißt du? Die bleiben auch tot. Nicht so wie der komische Opa. Ich hoffe, der wird auch so ein Vieh und dann sterblich. Komm hier rein. Komm mal rein. Boah! Der wollte mich gerade erschlagen, der Drecksack. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Ist das Munition oder so? Der geht auf, aber ich kann nicht reingucken. Also da ist nichts. Schade. Eine Säge. Starke Flüssigkeit. Okay, können wir was kombinieren? Wir können auf jeden Fall auch Munition machen. Das ist schon mal gut. Schießpulver. Pistolenmunition. Verbesserte Pistolenmunition. Die ist natürlich nicht schlecht. Dazu brauchen wir Schießpulver und eine starke chemische Flüssigkeit. Ach, guck mal. Warte mal. Guck mal. Wir haben die sogar schon. Munition wechseln mit G. Das heißt, wir können nachher mit G auch noch die Munition wechseln. Sehr gut. Boah, wollen wir überhaupt reingucken? G. Ich hab gedacht, er legt sich jetzt da einfach mal rein. Das wäre natürlich krass. Oh, ich muss nachladen. Ach nee, okay, alles gut, brauche ich nicht. Hier ist nichts. Hier, Tamara lag hier drin, okay. Oh mein Gott. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier, Leute.
Wir sind nicht allein. Ich glaube, das waren Schritte, oder? Oder täusche ich mich? Scheiße, wo lang? Ist auch verschlossen. Oh mein Gott. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht die ekelhaften Viecher mit unserem Messer zerstören sollten. Sollen wir es mal probieren? Lass mal probieren, weil sonst haben wir echt ein Problem mit unserer Munition. Okay, das ist schon mal nach hinten losgegangen, aber... Keine gute Idee, glaube ich. Oh nein, dann jetzt wieder... Ach komm, zweimal getroffen, wir sind tot. Scheiße. Das war so nicht geplant. Okay, wir bleiben bei Munition. Das ist, glaube ich, etwas sicherer. Nochmal von hier anfangen, okay. Oder wir stellen es einfach zu doof an im Kampf. Das kann natürlich auch sein. Man sollte vielleicht mehr zurückweichen. Komm, aus deiner Ecke gekrochen. Was? Scheiße. Ich weiß nicht, wie tragisch das ist, wenn der mich erwischt. Ob das viel Schaden macht. Mussten wir kurz hinter uns bringen. Nützt ja alles nichts. So, hier war noch Schießpulver. Hier haben wir alles durchguckt, da war eh nichts drin. Können wir hier weiterlatschen. Puh. So, hier war zu. Komm, wir heilen uns kurz. Einmal desinfizieren. Jetzt gucken wir erstmal hier lang. Hier würden wir sogar tatsächlich langkommen. Da geht's auch weiter. Deshalb würde ich erstmal hier reingucken wieder. Schwierig, ne? Schwierig. Warte mal, komm. Komm, wir gehen erst hier lang, gucken uns um, weil hier scheint es auch Munition und sowas zu geben. Sehr gut. Und Karte des Verarbeitungsbereichs. Nice. Sehr gut. Entriegelt, dann kommen wir da auch raus. Wieder zur Waffe greifen. Ekelhaft. Ein Skorpionschlüssel. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Schatzfoto. Okay. Und ein Dietrich noch gefunden. Boah, geil. Ach du Scheiße. Ey, da geht's noch weiter runter. Flintenmunition, okay. Nee. Schlange, wir brauchen das Schlangensymbol. Skorpion kommen wir da wahrscheinlich auch nicht weiter, okay. Aber komm, versuch was wert. Da haben wir noch Flintenmunition, die heben wir uns. Also wir wissen auf jeden Fall, wo sie ist, das ist schon mal gut. Boah, verdammt dunkel hier. Können wir irgendwas schnell craften? Okay. Reicht immer noch nicht. Wir müssen noch mehr Platz schaffen. Schade, okay. Müssen wir erstmal liegen lassen. Aber wir kommen eh noch dreimal hier durch vorbei, denke ich. Hoffe ich. Okay, die bessere Munition heben wir uns auf. Warte mal, jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt haben wir wieder Platz. Komm. Zack. Haben wir die nachgeladen. Und die können wir uns wieder machen. Sehr gut. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen Munition gemacht. Sehr schön. Okay. Also munitionstechnisch sieht es sehr gut aus.
Oh, guck mal. Ausgerutscht oder was? Huh. Dann gingen zwei, drei Schüsse daneben. Aber gut. War dunkel. Ich hab nichts gesehen, verdammt. Ich hab doch nichts gesehen. Irgendwo schleimt hier einer rum, ich hör's. Holen wir uns gleich den Schleicher Bob. Wir sind hier so spät und schleicht herum. Es ist der Onkel. Alter, fuck it. Alter, nein, komm hier auf. Oh, fuck it. Komm schon. Komm. Komm zu Daddy. Huh. Okay, das haben wir nochmal hinbekommen. Zweimal Heilung haben wir noch. Irgendwo kraucht hier noch einer. Aber egal, wir haben jetzt keine Zeit für den. Um den kümmern wir uns später, liebe Leute. Da sind noch ein paar Kräuter. Eine chemische Chemikalie für. Die chemische Chemikalie. Wo sind wir hier? Haha, daneben. Komm schon. Ging an die Wand. Geht ganz schön schnell, mein Freund. Ein flinkes Ding. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und er lebt noch. Na, sicher. Oh. So schnell ist auch wieder vorbei mit Dimension, ne? Scheiße, ey. Verarzte ich mich oder lasse ich sein? Warte mal, was sagt denn mein Puls? Ist mittlerer Stand. Also, es ist noch okay. Wir können damit noch auskommen. Wir können damit noch leben, liebe Leute. Wir können damit noch leben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir da mal, ja, was uns im Generatorenraum erwartet. Bis gleich.